Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Die Retro-Olympiade geht weiter und heute ist der Wunsch vom Weidemann dran. Und ich habe Angst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst. Denn ich weiß, dass der Gute in diesem Spiel nämlich verdammt gut ist. An dieser Stelle viele Grüße an dich, wirklich beeindruckende Leistung, was du da immer bringst. Und er hat sich das Event Gewichtheben gewünscht. Und Punkte bekommt halt, wer am meisten Gewicht stimmt. Das Problem ist halt, ich starte das gerade mal, ihr seht hier die Steuerung. Ihr müsst eigentlich so klassisch bei alten Sportspielen auf der Taste hämmern und im richtigen Moment dann auf oben drücken, um halt so eine Stufe weiterzukommen. Seht ihr alles gleich. Aber dieses Tasten-Rumgehämmere, boah, ich bin da ganz schlecht drin. Bonuspunkte gibt es für Leute, die auf den zweiten und dritten Versuch verzichten und immer quasi den ersten einloggen. Vergesse ich. Ich versuche jetzt einfach so wirklich so mein Bestes. Mal gucken, wie weit ich komme, ehrlich gesagt. Also wir versuchen hier erstmal, würde ich sagen, 110 Kilo ist ein guter Start. Und dann gucken wir mal. Also ihr seht, ihr müsst dann Tasten drücken und dann... Okay. Okay. 110 Kilo haben wir schon mal geschafft. Also... Sieht ja nicht verkehrt aus. Ich würde sagen, wir pokern jetzt mal ein bisschen höher. Denn wir haben ja nur diese drei Versuche, die wir machen, ne? Und ich will mich langsam rantasten. Weil, wie gesagt, schwer. Ich versuche mal 140. Versuchen wir einfach mal. Mal gucken, ob wir das schaffen. So. Also das ist wirklich hier, ich benutze einen Xbox One Controller, weil irgendwie ich habe mir meinen 8-Bit Dough Controller irgendwie verlegt. Ich mache mich jetzt mal locker, wie so ein Sportler und hoffe auf das beste Ergebnis. Puh, also. Und los. Ihr seht halt, der Balken, der geht immer weiter zurück. Was? Nicht geschafft? Wieso hat er das nicht geschafft? Er hat so... Ach, ich muss es halten, glaube ich, ne? Fuck. Ihr habt gesehen, wie rot ich geworden bin. Also ich habe mich ja wirklich angestrengt. Okay. Es war schaffbar. Ich habe nur noch einen Versuch. Einen Versuch nur noch. Deswegen würde ich sagen, ich poker jetzt einfach mal. Ich könnte jetzt natürlich jetzt auf relativ sicher gehen, diese 140 irgendwie nehmen. Da kommt jetzt die Strategie beim Gewichtheben rein und sagen, okay, gut, das schaffe ich relativ genau. Natürlich muss das jetzt besser ausführen, aber dann bleibe ich natürlich bei diesen 140. Das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, wie gut das die anderen schaffen. Das heißt, ich bin jetzt wirklich hier gerade dabei, gehe ich eher auf Risiko, nehme ich zum Beispiel diese 150 Kilo, also ich würde es nicht zu weit hoch ansetzen, oder gehe ich auf die Nummer sicher? Ich würde es einfach mal 150 Kilo gehen. Einfach. Probieren wir es einfach mal. Also. Puh. Einmal Schultern entspannen. Und los geht's. Ja, der Anfang ist ja nicht schwer. Ich hab's geschafft. 150 Kilo ist mein Ergebnis. Ich weiß, der Weidemann schafft mehr, aber ganz ehrlich, das ist mehr, als ich mir persönlich erwartet hätte. Ein kleiner Schnitt, entschuldigt, ich habe die Regeln tatsächlich falsch im Kopf gehabt. Wir haben insgesamt drei Versuche Zeit, also dreimal drei Sätze. Das heißt, ich hätte mich gar nicht gerade so verausgaben müssen. Also, naja, verausgaben. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, wir können es hier nochmal munter weiter probieren, würde ich sagen. Und wir fangen hier mal mit 170 Kilo an. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Meine Schulter tut immer noch weh. Ich habe die Aufnahme vor ungefähr... 10 Minuten. Alter.
Ich sollte nicht versuchen, dabei zu reden. Okay, wir versuchen es nochmal. Mal gucken, ob uns das jetzt so viel weiterbringt. Wieso denn? Ich konnte doch. Oh. Also hier wirklich Gewicht heben ist eh nicht anstrengend. Vielleicht ist auch meine Technik einfach. Ich hab's doch versucht. Okay. Also 170 kriegen wir nicht. Anscheinend. Ich würde einfach sagen, wir versuchen es nochmal. Jetzt der dritte Satz. Alter, ich weiß nicht, wie der Weidemann das schafft, da was wirklich hinzukriegen. Ich versuche es einfach mal 160. Mal gucken, ob das irgendwie besser ist. So knapp dran. So knapp dran, ey. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, was da die beste Technik ist, weil man kann ja A und B drücken, ob es eine. Ich konzentriere mich immer auf eine Taste, ob das irgendwie so viel besser ist, aber wenn ich irgendwie zwei Tasten nehme, ist das irgendwie ein bisschen blöd. Ich glaube, diesen Schnitt hätte ich mir jetzt auch sparen können, ehrlich gesagt. Okay. Ah, nochmal lockern. So, die ersten beiden Schritte sind jetzt nicht so das Problem. Vielleicht sollte ich mich da auch da nicht immer so verausgaben. Okay. Gut, dieser Schnitt und der Zusatz hat nichts gebracht. Boah, tut es meine Schulter weh. Halleluja. Es bleibt bei dem Ergebnis. Schaut beim wunderbaren Weidemann vorbei. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Ist eine tolle Aktion. Und ich bin jetzt echt außer Puste. Bin gespannt, was die anderen hingekriegt haben. Vielen Dank, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.